Weiter geht's! Far Cry 3, Blood Dragon. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, die Riesenechse ist wieder draußen. Ich würde mal sagen, zum Pfeil, oder? Das ist immer gut. Was haben wir denn hier noch stehen? Alles klar. Was? Ich hab mal gechillt, der ist so schon lange wieder weg. Interagieren. Missionsziel erreicht. Sind Sie okay? Ja, vielen Dank. Was sind das für Dinger? Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sion ihr Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloan überladen. Das sind doch normalerweise die Teile, wo man sich den Arsch hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloan? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Zu viele. Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloan hat kein Interesse mehr an den Tests. Und ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloan war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und weiß, was er das vorhat. Ist ein Fall was für ist mit der Nadel dort? Bond. Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloan. Viel, viel stärker. Nur ohne die Nebenwirkungen. Nein, ich möchte das Zeug nicht haben. Niemals. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Ihre Frau? Nein. Lady Liberty. Sie lehrte mich, dass Sieger keine Drogen. Super. Also, Sloan Lady betreibt Liberty drei geheime Bones. Einrichtungen, die alle für seine Operation wichtig sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Supi. Das klingt nach einem Plan, Doc. Was ist mit Ihnen? Sind Sie hier sicher? Ja, solange Sloan nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex. Uiuiuiui. Ja, logisch. Ich habe auch immer so ein Auge bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Hallo. Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert haben, werden Nebenmissionen an den Abenteuerkonsolen verfügbar. Durch die Befreiung von seinem Dienst zu der Demokratisierung der Region schaltet zwei an von Armand und Geiselrettung Fahr des Raubtieres. Okay, alles klar. Wir sollten die Fans nicht enttäuschen. Ziehen wir das durch. Super. So, irgendwas kann ich jetzt hier im Start noch gucken. Datenkonsolen. Forschungsdaten. Bevölkerung. Nachdem er von den Toten zurückgeholt wurde, war Sergeant Cole das Flaggschiff des Cyberkommandos aus der Mark IV-Reihe. Nach der Verwandlung war seine Erinnerung löchriger als ein Schweizer Käse im Mäusekäfig. Was? Aber sein Dienst für die Omega Force und seine Loyalität Sloan gegenüber hielten ihn auf Trab. Zumindest bevor die idealere Mark V-Serie eingeführt wurde und bevor Cole aus der Omega Force ausgemustert wurde. Das Problem dabei ist nur, niemand hat ihm Bescheid gesagt. Jo. T.T. Spider Brown. Spider und Max sind beste Freunde, zu sterben und dann als ein paar unaufhaltbarer Killermaschinen wieder erweckt zu werden, kann man wohl als zusammenschweißende Erfahrung bezeichnen. Trotz ihrer unterschiedlichen Besoldungsstufen verlässt sich Lieutenant T.T. Brown voll und ganz darauf, dass Sergeant Cole den Großteil der Arbeit erledigt, während er für das Hacken, Infiltrieren und Sprücheklopf programmiert wurde. Die beiden Männer sind die letzten überlegenen Mark IV Cyber Commandos. Colonel Ike Sloan, mein Gott, wie sieht der denn aus? Der hätte sich ja wenigstens mal kurz waschen können, oder? Es heißt, als Colonel Ike Sloan geboren wurde, sei er mit einem Messer zwischen den Lippen aus dem Mutterleib gekrochen. Er war der ultimative Soldat seiner Zeit. Da hat's ein bisschen Ähnlichkeit mit Sylvester Stallone, oder? Wo war ich? Dieser Übersoldat wurde zur Vorlage für alle Cybersoldaten der Omega Force. Sogar ihre Kampfsubroutinen basieren auf seinen Erfahrungen und Fachkenntnissen. Dr. Elizabeth Wernicke, Darling. Dr. Darling ist hübsch und clever und musste aus den verstrahlten kanadischen Provinzen fliehen, nachdem die USA und Russland mit den dortigen Städten Nuklear-Eishockey gespielt hatten. Danach arbeitete sie für Onkel Sam an der Entwicklung von Waffen, um es den Sowjets heimzuzahlen, bis Sloan damit anfing, sich Drachenblut reinzuziehen wie ein dickes Kind mit Strohhalm, ein Vorrat Kakaopulver. Nun versucht sie ihn aufzuhalten. Also Sloan, nicht das dicke Kind. Aha.
Fraktion, Omega Force, bla bla bla, und dann bekommst du, hast du Killerskills, die tödliche Spiele und so, das Muskelkrass, Feuchtstab. Deine Vorliebe für Ketzer und Strickzeug wird durch Sloans Kampfsubroutine ersetzt, außerdem wirst du gerade, so wenn du einem Mann oder weniger Selbstkontrolle besitzt, als ein Kinderstar in die Pubertät kommt. Oh, Wissenschaftler. Ach, das sind Wissenschaftler. Seit der erste Höhlenmensch entdeckt hat, dass Haare machen Wissenschaftler die Welt interessanter. Ohne die Wissenschaft müssten Kriminelle immer noch mit Stein werfen. Und wer überhaupt in 2 plus 2 gleich 4 würde als Hexe auf dem Scheiterhaufen enden. Moment, der hat Achso, okay. Wissenschaftler bereichern nicht nur unser Leben, sie finden auch ständig neue bahnbrechende Wege. Warum? Das ist der Forscher Pace, töte sie nicht. Oh. Waffen. Bogen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Deshalb haben wir in Neonfarben angemalt. Der Neon ist die Zukunft. Aus C4 mal eben C400 gemacht. Was dann auch die 100-fache Springwirkung. Vielleicht bin ich jetzt hier an so einer Konsole. Was wollt ihr denn jetzt hier von mir? Achso. Credits. Okay, gehen wir mal zu so einer Konsole hin. Was war das denn? Also Moment, wir haben jetzt hier mehrere Punkte angezeigt. Was ist das denn hier? Ist das über uns? Leute. Oh, was haben wir denn hier liegen? Mitnehmen. Ne, hier sind wir falsch. Was haben wir hier? Interagieren. Aufsätze, machen deine Wirkung, was du willst. Du brauchst sie, du kriegst sie durch. Die Vollendung von Geiselfahrt ist Sammeln von Dim-Dim-Dim-Gegenständen und Jagd auf Tiere. Okay. Deine Aufgabe bei diesem Rand ist es, irgendeinem Wissenschaftler-Typ zu befallen, dem Omega-Soldaten in dem Gebiet tut, aber sei, wenn sie dich entdecken, machen sie die Geisel kälter als im Weltraum. Rette ein Nerd. Ich ist gerade doof. Und hier durch? Tatsache. Sehr schön. So, die erste Geiselrettungsmission. Boah, hoffentlich begegnet uns jetzt nicht so ein scheiß Drache hier. Das wäre ein bisschen kacke. Haben wir eine Brücke? Nehmen wir die doch. Wie war das? Sprint ist schneller als gehen, ne? Ja, ich merk's gerade. Eliminieren Sie die Omega-Force-Soldaten lautlos. Sonst töten diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Hatte ich nicht mal irgendwann einen Bogen? So, dann sneaken wir uns jetzt hier mal hin. Oh oh. Oh oh. Ich zähle 3. Die gucken mir alle in die falsche Richtung. Wer schießt da? Ich hab keinen Bock auf eine böse Überraschung hier. Komm, geh da hoch. Alter! Lass mich verarschen? Das ist so knapp. Äußerst knapp. D20 oder Nerdsteine sind gut geeignet, um Cybergegner abzulenken. Scheiße, noch mehr. Wie machen wir das? Scheiße, scheiße, scheiße. Wo war denn das nochmal? Ah ja, alles klar. Jetzt einmal mal von euch gucken. Komm, jetzt geht doch dahin.
sind aber auch störrig, ey. Und jetzt hat er es aber gehört. Ja, komm! Meine Herren. Mein Gott, ohne Witz, ey. Ja, komm. Ja, komm. Sonst nicht. Scheiße, das könnte eng werden. So, komm, ich brauche eine Idee hier. Deine Mutter war das, ey. Beschützen Sie die Geisel, bevor sie erschossen wird. Oder sonst wie getötet. Scheiße, 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 scheiße. Sind wir Pro oder was? Erstmal schnappen wir uns jetzt hier die Herzen. So, geile Sache. Kommen Sie doch mal. Sie haben mich gerettet. Hey! Yay! Haben wir gut gemacht. So, gucken wir mal, was wir. Boah, wir haben jetzt Dollars für gekriegt. Sehr schön. So muss das. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Benutzen Sie das patentierte Schnellreisesystem der Kobayashi Corporation. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine befreite Garnison und drücken Sie die entsprechende Taste. Das Kobayashi Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Ja, super! Kreis mit der zeitsparenden Schnellreisefunk zur Garnison sprechen, wenn ich Teil des Weges. Knackatsch! Ja, darf ich jetzt mal bitte. Meine. Jetzt muss ich tatsächlich eine Schnellreise machen. C400 ist wie C4 mit mehr Nullen. Da habe ich mir schon fast gedacht. Nach dem Kriegsspielgesetz werden Sie für alle sekundären Aktivitäten in Ihrem freundlichen Garnisonsshop mit Aufsätzen und Geld belohnt. Wenn Waffen mich stark machen, machen mehr Waffen mich noch stärker. Super. Wenn Ihnen tödliche Tötungshilfsmittel wie zum Beispiel Kugeln ausgehen, reisen Sie zu einer befreiten Garnison und besuchen Sie den dortigen Shop. Wir sind keine Wohlfahrtsgesellschaft mehr, aber da du Wissenschaftlern geholfen hast, wurde dieser Shop zur Belohnung aktualisiert. Ich habe im Koffer einen Schalldämpfer. Geil! Waffen. Die entsprechenden Aufsätze zu sehen. Ja, ich drück die ganze Zeit X wie ein Bekloppter, da tut sich aber nichts. Ach doch, da. Ja, pack mal drauf. Alter! Zoom-Artikel, Körperpanzer. Kaufen wir. Wie kaufen nicht möglich? Achso, maximale Anzahl. Munition, na komm. Ich fasse zusammen. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Geil! Garnisonen, befreie Garnisonen, Cyborgs, Omega Force und Gasophase. Shop, CP, Credits, Schnellreiseziele. Schlag zu! Okay. Erreicht den Damm. Wo soll das Ding denn sein?
Wo war denn die Karte? Da kann ich jagen. Bitte um den Damm kümmern. Ach nee, Quatsch, warum mache ich mir denn keinen Wegpunkt dahin? Ich bin aber auch wieder ein Held, ey. So. Ist klar. Machen wir es mal auf den Weg. Wir können aber auch. Ein typischer Fuckweil-Manier. Komisch, aber die Jeeps sehen noch genauso aus. Neue Grundausbildung verfügbar. Beschleunigen, bremsen, bla bla bla, kennen wir. Miep, miep. Scheiße, ob der Sprit hier genauso viel kostet wie hier in Deutschland. Ich will es nicht hoffen. Bei meiner Fahrweise ist der Tank noch 2 Meter leer. Aber wo fahren wir jetzt eigentlich am besten? Oh oh. Hey. Hier war doch. Jetzt war doch. Warum steckt der jetzt nicht raus? Jawoll! Oh, hi! Du wolltest spielen? Gerne! Das war sehr kopflos von ihm. Nimm dein Herz in die Hand. Hirsch auf. Och, Menno. Ich weiß es nicht aus. Bild und mehr. Klack zu, Affen tot. So, was haben wir denn da Feines? Sollen wir uns da mal drum gucken? Ich hoffe, sind wir nicht böse, dass es hier brennt. So, das kommt auch jetzt. Der war mit dem Kopf nicht bei der Sache. Wow! Wow, was ist das denn für Viecher? Alter! Hallo? Von wo? Komm, geh schlafen. Wird schon wieder aktualisiert. Okay, alles klar. So muss das aussehen. Sag ich auch immer. Was ist das denn hier? Ich möchte aber wissen, was hier abgeht. Hilfe. Was ist das denn hier? Megaschilder offline. Nein! Megaschilder offline. Megaschilder online. Megaschilder online. Yo! So, wir sind wieder mit Level aufgestiegen. Okay, das war's dann aber auch für heute. Morgen machen wir weiter.